Nadja gehört zum RAI-TV Ü35-Team und ist mit ihren drei Pferden im Amateurspringsport unterwegs. Im Rahmen der FAB-Tour startet sie mit zwei ihrer Pferde im nordrhein-westfälischen Bornheim. Also ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ich war noch nicht hier in Bornheim und ich finde alle Gegebenheiten perfekt. Der Platz ist super, es ist ein schön großer Springplatz, der Abreiteplatz ist groß, die Böden sind super gepflegt, sind in Schuss, ist alles sehr großzügig und das Wetter ist natürlich perfekt. Die Vorteile der FAB-Prüfungen sind das homogene Starterfeld. Alle Reiter sind Amateure und müssen somit nicht gegen die Profis oder Berufsreiter starten. Dennoch ist die Konkurrenz anspruchsvoll, findet auch Nadja. Ich finde, man sieht sehr viele gute Ritte. Man hat wenig Fehler gesehen, wenig Verweigerungen, es ist so nichts passiert. Also ich finde, das ist schon ein niveauvolles Starterfeld. Mit einer Wertnote von 7,9 belegt Nadja in der Stilspringprüfung der Klasse L mit ihrem Stromberg den dritten Platz sowie den vierten Platz mit einer Wertnote von 7,8 mit Scarpato. Ich bin natürlich sehr zufrieden. Also der Sandro, also Scarpato, war ja als erstes und der gefiel mir schon auf dem Abreiteplatz sehr gut, weil er gut mitgemacht hat. Und im Parcours fand ich, hat er noch besser mitgemacht, wobei er hier und da so ein bisschen scheu war und ein bisschen geguckt hat. Aber er hat einen super Job gemacht und mit dem bin ich sehr happy. Der Leo Stromberg, der war ja wieder ein bisschen krawallig, aber er ließ sich im Parcours bis auf diese eine Distanz auf 5-6 eigentlich sehr gut regulieren. Da hätte ich natürlich noch einen Galoppsprung gerne mehr gemacht, aber naja, es geht halt nicht immer so, aber ich bin rundum natürlich zufrieden. Jetzt gilt es für die weitere Saison fleißig zu trainieren und die Ritte noch zu verfeinern. Bei Sandro würde ich gerne die Beständigkeit des dressurlichen Reitens ein bisschen verbessern. Der ist ja immer noch, dass er so gern so ein bisschen wackelig ist und dass das alles noch ein bisschen stabiler wird. Also das ist eigentlich dressurmäßige Arbeit mehr mit dem Springen. Das finde ich, das klappt ganz gut. Ja, und bei dem Leo Stromberg ist es eigentlich das Gleiche. Der rollt sich halt immer sehr gern ein, ist eng und dann komme ich halt schlecht mit dem Hilfen dran. Und das will ich auch einfach versuchen, in der dressurmäßigen Arbeit ein bisschen zu verbessern oder stark zu verbessern.